Montagmorgen auf dem Weg zur Arbeit. Es ist glatt. Da ist gestreut. Das ist gefährlich. Ich bin schon ein paar Mal gut gerutscht hier. Ich werde definitiv zu spät kommen. Oh Gott. Müde bin ich. Gestern Abend noch Migräne gehabt. Was ist? Es ist Dienstag, kurz nach 10. Wir warten auf DHL, ne? Wir warten auf DHL. Naja, und du wartest auf Futter. Kriegst gleich was. Wollen wir gucken, wo deine Schwester ist? Hm? Nee, da ist sie nicht. Ich weiß, wo die ist. Wo gehst du hin? Sagst du mir nicht? Hm? Guck mal, da ist Maya. Da ist Maya. Hallo. Guten Morgen. Jetzt mal ein Backer. Vergessen. Das Paket ist da. Ich habe diesmal. Moment. Ich habe mal ein bisschen eher Futter nachbestellt, damit es nicht wieder zu so einem Engpass kommt. Und ich habe auch mehr diesmal bestellt. Ich habe nur die Leckerlis vergessen. Die für abends. Ja? Ich musste runterlaufen, ne? Finn freut sich schon. Maja, macht lieber sowas da. Ah, du kleine Maus. Wie elegant sie da sitzt. Unfassbar busy. Nagellack abmachen. Das ist übrigens einer von H&M. Frag mich nicht, wie der heißt, aber man kann den ja im Moment eh nicht kaufen. Ich glaube, die liefern keine Nagellacke. Kann das sein? Ja. Mal gucken, was ich dann drauf mache. Dienstag, 20:04. Heute ist echt wieder einer dieser Tage. Draußen ist es nur am Regnen. Ich habe mir ein Gesicht gemalt. Meine Nägel sind noch nicht lackiert. Das steht jetzt erstmal hinten an. Wir fahren ja heute wieder einkaufen. Also normalerweise fahren wir immer mal mittwochs zu Markauf. Heute ist Dienstag, wir fahren heute. Vielleicht wird das in Zukunft auch ein Markauf-Dienstag. Mal gucken. So, dann gerade hier den Karton von Zoo Plus klein gemacht. Den lasse ich noch erstmal da, weil die da ganz gerne drauf liegen und der stört ja jetzt nicht so extrem. Da ist eine Lampe drin. Da ist Finn. Nee, wir gehen jetzt nicht raus. Nope. Was? Das ist gelber Sack. Ja. What do you want? Nein. Nein. Ich möchte jetzt nicht mit dir ins Treppenhaus gehen. Nein! Ich gehe jetzt nicht ins Treppenhaus mit dir. Warum liegt da eigentlich Katzenstreu? Hm? Wie ist das da hingekommen? Hm? Treppenhaus. Voll aufregend. So, heute ist Dienstag und wir sind bei Markauf. Ich dachte zu früh eigentlich. Normalerweise machen wir immer Markauf Mittwoch. Wir machen diese Woche Markauf Dienstag. Fragt sie auch, was ich hier mache. Es regnet draußen. Sonst hätte ich draußen gefilmt, aber es regnet und ja. Läuft. Ich hatte ein kleines Hüngerchen. Achso, hier damit ihr es mal seht. Mach auf. Mir was beim SB-Bäcker geholt. Da kommt Ralf. Na? Oh. So. Tschüss. Ich habe übrigens auch Berechtigungsscheine für Masken bekommen. Vermutlich wegen meiner
Krebserkrankung. Ich habe mir jetzt heute schon mal die ersten abgeholt. Und ab dem 16. kann man dann noch mal drei solche Dinger holen. Was machen wir jetzt? Sorry, ich halte das jetzt gerade mit links fest. Manchmal fängt er das auch. Ich kann auch nicht so gut, wenn ich das nebenbei filme. Maja? Ups. Finn? Darf man das im Internet sagen? Klar, ne? So, ey, schiebt sich das noch ein bisschen durch die Gegend? Maja? Das auch. Manchmal mache ich das auch mit Trockenfutter. Ich wechsle da mal so ein bisschen ab. Gott, ist das schon wieder spät. Ich wollte schon vor 49 Minuten mich bettfertig machen. Ich habe noch einen kleinen Quick-Tipp für euch, und zwar hier die CeraVe Feuchtigkeitsspendende Gesichtscreme mit SPF 25. Die habe ich mir heute nachgekauft. Da sind nämlich auch Ceramide drin. Das ist gut. Naja, auf jeden Fall hab ich die schon. Hier, da, die ist bald alle. Und ich habe immer schon mal geguckt, wo ich die denn jetzt nochmal herkriegen könnte. Und in den ganzen Internet-Shops und so. Ich muss mich echt angewöhnen, dahin zu gucken. In den ganzen Internet-Shops und so habe ich die immer gesehen, so für mindestens 11,95 € oder so. Teilweise 12,95, 14,95 und jetzt war ich heute in der Apotheke, um mir meine Masken abzuholen. Da habe ich geguckt, ob die das auch haben. Also hier in der Apotheke bei mir in der Nähe gibt es die auch. Da war die, glaube ich, 12 € irgendwas. Zwischen 12 und 13 € Und da hat die jetzt 9,45 € gekostet, einfach mal bei der Apotheke, die beim Marktkauf mit drin ist. Ich finde die gut. Ich finde die wirklich gut. Da steht's mit drei essentiellen Ceramiden, Niacinamid, also Niacinamid und Hyaluronsäure. Ich finde die gut. Zum einen, weil die Nichtschutzfaktor hat, weil die Niacinamid hat und weil die Mittwoch, halb zwei. Da ist die Uhr. Ich habe gearbeitet, bin jetzt wieder zu Hause. Ich habe schon das Treppenhaus gesaugt, Katzenklo sauber gemacht. Ja, hast du schön gemacht. Maja war gerade auf dem anderen Katzenklo. Klo wieder sauber. Tüte leer. Baby? Ne? Hat die Tierärztin gesagt, du bist zu dick? Ne? Bist zu dick, ne? Kriegst jetzt weniger Futter. Ne? Hat sie gesagt. Habe ja auch ganz schlechtes Gewissen jetzt. Du anscheinend auch. Hat sie deine Gefühle verletzt? Ha? Hat sie deine Gefühle verletzt, mein Schatz? Da oben ist Katze Nummer 2.
mal, mir ist übrigens gerade aufgefallen, dass diese Dinger so aussehen wie kleine Mini-Baguettes. Ich habe ein bisschen Schiss. Schmeckt ganz gut. Ist ein bisschen angebrannt und wenn ich den Deckel da nicht drauf gemacht hätte, hätte es mir die halbe Mikrowelle zugesaut, aber ist ganz gut. Ich habe mir noch ein richtiges Baguette dazu gemacht, weil es erschien mir so viel für die paar Keksdinger da. Deswegen gucken wir mal. Kann man wohl essen. Was ist das? Viertel vor eins nachts. Es hat gerade geschneit und ich habe gedacht, ich hole mal ein bisschen Schnee. Und meine Katzen haben nichts Besseres zu tun, als ins Treppenhaus zu rennen. Ich habe euch Schnee mitgebracht, Mensch. Na toll. Wir versuchen das nochmal. Okay, die denken jetzt, das ist was zu essen und das ist unfair. Maja, komm, guck. Guck mal. Was ist das? Sorry, wenn ich jetzt hier so planlos rumlaufe. Was ist das? Erstmal ein bisschen neugierig machen, ne? Was ist das? Was ist das? Mal gucken. Was ist dafür hier? Ich habe mir voll wehgetan gerade. Was ist das für komisches Zeug? Nimmst du bitte, danke. Was ist das für ein Fleck hier? Ach, Finn. Rabauke. Ich glaube, Maya findet es ganz cool. Wollen wir einen Schneemann bauen? Frisst du das jetzt? Das war übrigens noch unberührter Schnee. Nur das, ne? Der war frisch gefallen. Ja, ich habe dir was von dem komischen weißen Zeug geholt. Wenn morgen noch mehr liegt, dann kann ich auch noch mehr holen. Mal abwarten. Wenn du das cool findest. Doch nicht so? Ich baue jetzt mal einen kleinen Mini-Schneemann, glaube ich. Das ist der hässlichste Schneemann ever. So was macht man halt um kurz vor eins, ne? Hässliche Schneemänner bauen. Geil. Okay, noch eine Sache, die ich offensichtlich nicht kann. Ne? Finn? Was sagst du? Warum ist da ein Fleck? Warum? Warum macht hier mal alles dreckig? Das ist meine Hose. Was ist das? Komm, wir stellen mal die Schüssel auf den Fleck. Dann sieht man das nicht so. So ist das nicht. Auflecken. So war das nicht gedacht.
Naja, vielleicht können wir morgen mal ein bisschen mehr holen. Oder später vielleicht. Gucken, wie viel da jetzt noch so fällt. Maja, musst du ausgerechnet jetzt aufs Klo gehen? Stürmisch draußen, ne? Kannst du mal bitte eigentlich dein dreckiges Geschirr auch mal in den Geschirrspüler stellen? Hä? Nee, ne? Lass mich raten, das muss ich jetzt wieder machen. Hoppala. Ist kalt? So, Sonntagmorgen. Finn liegt wie immer bei mir. Seit 8:30 oder so. Gucken gleich mal, wie es draußen aussieht. Ich war noch bis Händchen halten. Okay. Ich war noch bis 3:20 ungefähr wach und habe schon mal angefangen, dieses Video hier zu schneiden. Diesen Teil füge ich dann gleich noch hinzu. Und dann ist es auch schon fast fertig. Dann kann ich es heute noch hochladen. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Ich hoffe, bei euch ist alles okay. Und bleibt gesund. Und bis zum nächsten Video. Das muss ich euch noch zeigen hier. Es hat richtig heftig geschneit draußen. Ich habe auch die Tür hier aufgemacht, damit, ne, damit die beiden Racker sich das mal angucken können. Ich will euch, da stehen Autos, nicht das wegen den Kennzeichen und so, ne? Datenschutz und so Kram. Das Fenster mal ein bisschen aufgemacht hier. Und normalerweise würden Finn und Maja da sitzen und rausgucken, aber ich glaube, das ist Maja auch nicht so ganz geheuer hier. Also sie guckt es sich gerne an. Aber sie guckt eh total gerne raus. Was ist das für ein komisches weißes Zeug? Naja, wie gesagt, bleibt gesund, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Video.